Liebe Sony-Freunde, liebe Videolicht-Freunde, liebe Leute, die gerne da draußen mit ihrem Atomos Ninja filmen, herzlich willkommen zu einem neuen, kurzen, ungesponserten Produktreview. Ich habe mir diesen Doppellader geholt für diese Sony-Akkus hier, oder diese, besser gesagt, Sony-Fake-Akkus, den NPF750, und der hat, glaube ich, die gleiche Bezeichnung. Genau, das sind die beiden hier. Und ich möchte meinen Erfahrungsbericht einfach mit euch teilen. Das Teil gibt es für ungefähr 40 Euro. Link natürlich in der Videobeschreibung, wenn ihr meinen Kanal aktiv unterstützen möchtet. Und wir schauen uns jetzt an, was alles dabei ist. Viel Spaß! So schaut die Verpackung von allen Seiten aus. Ja, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ist zwar ein bisschen schräg, aber ich hoffe, das macht nichts. Also relativ gut. Packungsinhalt ist die Basisstation, Stromkabel, Kfz-Ladekabel und eine Bedienungsanleitung. Und wie ich eben schon gesagt habe, für knapp 40 Euro. So, für alle, die es genau wissen wollen, hier steht das Wichtigste geschrieben. Ihr könnt gerne auf Pause drücken. Das hier ist das Ladegerät. Vorsicht, da müssen noch zwei Schienen drauf hier an der Seite. Der Stromeingang, einmal für euer Auto und einmal über den ganz normalen Netzstecker. Hier hinten nochmal ein paar Details. Wer sich nochmal erkundigen möchte, einfach auf Pause drücken. Das Video ist in 4K. Vorne eine LCD-Anzeige und an der Seite habt ihr nochmal USB, um euch den Saft von den Akkus zu ziehen, um zum Beispiel eure Geräte aufzuladen. Verarbeitungsqualität, klar, es ist Plastik, allerdings habe ich persönlich den Eindruck, dass dieses Gerät recht stabil gebaut ist. Mit dabei einmal den Anschluss für euer Auto und einmal den ganz normalen Netzstecker. Dann haben wir hier diese beiden Schienen, die kommen einmal drauf, die müssen dann einklacken, zack, und dann legt ihr den Akku rein und den anderen. Und ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, wie lange es dauert, um so einen Akku aufzuladen, denn diese Akkus gibt es, glaube ich, in 4 oder 5 verschiedenen Kapazitätsgrößen, ja, angefangen von, was weiß ich, 2500 mA bis, glaube ich, 7 oder 10.000 mA. Es kommt ein bisschen darauf an, ob ihr es zum Beispiel über euer Auto ladet oder ob ihr sagt, ich lade das über Netzstecker. Allerdings muss ich euch jetzt was Cooles zeigen, wie ich meine Akkus aufladen kann, ohne dabei den Strom zu Hause zu nutzen. Denn ihr wisst ja, in Deutschland ist der Strom nicht gerade günstig mit knapp, glaube ich, 40 oder 45 Cent je Kilowattstunde. Ich habe mir auf die Garage ein Solarpanel gestellt mit dem EcoFlow. Der hat ganze 4 Steckdosen und 6-mal USB und an der Seite noch diesen 12-Volt-Adapter ist es, glaube ich, um zum Beispiel eine mobile Kühltruhe anzuschließen. Darüber kann ich den natürlich auch anschließen. Und dann seht ihr oben auf der LED-Anzeige den Ladestatus eurer Akkus. Das hier fand ich ein bisschen schwierig wieder rauszumachen, wobei es geht, ihr müsst hier die beiden ein bisschen zusammendrücken und dann einfach rausschieben. Ja, Verarbeitungsqualität, wie gesagt, es ist aus Kunststoff, aber das macht nichts. Es ist deutlich stabiler als den anderen Lader, den ich sonst benutze und der noch super langsam dazu lädt, wo ich keine LCD-Display-Anzeige habe über den aktuellen Akkustatus. Von daher gibt es von mir natürlich eine klare Kaufempfehlung. Link in der Videobeschreibung, und wer ein paar extra Akkus möchte, findet die natürlich auch in der Videobeschreibung, und den EcoFlow findet ihr dort auch. Vielen lieben Dank fürs Folgen, Liken, und wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, gerne als Kommentar unter dieses Video. Bis ganz bald. Ciao, ciao.